Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play von I Am Alive. Der Überlebenskampf geht weiter. Wir müssen diesmal in die U-Bahn. Schauen wir mal, wie wir hier rauskommen. Ich schätze, wir werden den Weg nehmen können. Oder können wir ganz normal raus? Müssen wir mal schauen. Ah, wir können darüber. Tipp, Hakenpunkt. Ja, und jetzt? So, dann machen wir mal den kleinen Sprung. Vielleicht finden wir hier irgendwas Schickes. Aber wohl eher nicht. Da brutzelt noch was. Auf größerer Flamme. So. Sind wir überhaupt richtig? Ich glaube, wir sind halt vollkommen falsch. Machen wir mal kurz die Karte auf. Wir müssen erstmal das Kaufhaus verlassen. Das steht halt fest. Aber wir können. Ach so, ja. Genau, wir können einfach über das Rohr runterrutschen. Are we going to see Henry? Yes. Good. Will you stay with us? I don't know. Ja, wir sind jetzt auf der Suche nach ihrem Vater. Oh, wir können die auch ein Lagerfeuer stoßen. Gut, dass wir das wissen. Wir müssten mal herausfinden, ob Leute uns auch angreifen, beziehungsweise so Banden, wenn wir sozusagen mal nichts tun und niemanden angreifen. Das wäre mal interessant herauszufinden, das würde mich mal interessieren. Ob die uns dann halt irgendwas abnehmen und wir dann des Weges ziehen können oder ob wir automatisch immer angegriffen werden. So. You're the boss. So. Okay, okay. As far as I can go. Ready? Ah, jetzt wissen wir auch, wie wir sozusagen Leute angreifen können, die. Also, wenn wir zu zweit sind und den einen nicht anschießen können oder abschießen können, einfach ins Feuer stoßen. Soll ich nicht sterben lassen? Tut mir leid, ich bin ein böser Typ. Ihr wolltet mich mal wieder angreifen. Das lasse ich mir bestimmt nicht gefallen. Weiter geht's. Da vorne hat irgendwas geblinkt, vielleicht irgendwie. In irgendeiner dunklen Ecke. Irgendwas für uns, was wir gebrauchen können. Ja, sehr schön. Zwei Schmerzmittel. Dann begeben wir uns mal tiefer in die U-Bahn. Habe ich schon erwähnt, dass ich U-Bahn hasse? Was ist denn da vorne? Da vorne sind wir wahrscheinlich wieder Gegner. Wahrscheinlich ist es wieder sowas, wo wir auf die Frau zugehen und dann kommen wieder Gegner. Hey, there's plenty here. Don't be so possessive. Nothing good can come of this. Too bad, it's mine. Give it to me. Get your hands off me. Give it to me. No way. Okay, I won't fight. Please don't kill me. Got a little carried away. Desperate times and all. Anyway, thanks for stepping in. The biggest emergency shelter was set up inside the mall. It was abandoned pretty quick. Okay. Probably other shelters around that still have people. You'd have to. Ihr konntet mir auch mal wenigstens was friedlich lösen. Das ist doch schön. Ohne dass wir gleich immer
jeden umbringen müssen. Da kommen wir nicht drüber. Okay, wir müssen ein bisschen suchen, wie wir da durchkommen. Kann man so ein Tor öffnen? Ah ja, kann man. Okay. So, und da sind wir auch schon durch. Und tiefer geht es in die U-Bahn-Schächte. Da sind wieder Gegner. Da ist auch wieder irgendwas. Okay. Vielleicht können wir da wieder was machen oder die greifen uns vielleicht an. Probieren wir es einfach mal aus. So, you're just exploring the subway station. That kid must be hungry. You can have some of our meat. Enjoy it. Oh, das ist aber sehr nett. Ach, das ist. Schaut es euch an. Sieht aus wie Menschenfleisch. Tja, verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Da gibt es was zum Einsammeln. Sehr schön. Da gibt es auch noch was. Die Musik ist ein wenig gruselig. Ich weiß nicht. Ich erwarte jeden Moment, dass keine Leute um die Ecke kommen, sondern mich irgendwelche Zombies oder Aliens anspringen. Hallo. So, schauen wir mal, in welche Richtung wir müssen. Vielleicht ist es ja irgendwie aufgezeigt. Ne, absolut gar nichts, oder? Ne, das ist die Linie 4. Ne. Gut, ich schätze mal, wir müssen da lang. Hey du, ich hab dir geholfen. Ich bin bestimmt nicht böse. Zumindest haben wir hier Licht. Hier gibt's wieder eine Waffe. Nee, ist ein Kletterhaken. Okay. We have to reach the other end of the track. Boah, krass. Yes, we have to. Don't worry. Ja, ich glaube auch, dass es aufregend wird. Es wird bestimmt so aufregend, dass wir wieder irgendwo abstürzen werden. Ich weiß das jetzt schon, ey. Ja, normal. Don't look down. And in fact, just close your eyes. Open them only when I tell you. Kacke. Okay, I'll close my eyes now. Bei sowas ist das Ganze natürlich sehr, sehr hart. Also müssen wir nach oben klettern? Ich weiß es nicht. Ich schätze eher weniger. Wir müssen gleich irgendwo auf jeden Fall einen Punkt setzen. Einen Kletterpunkt. Einen Kletterhaken oder was auch immer. Ja, komm, ey. So. Jetzt müssen wir mal was nehmen, was wieder unser Dings ein wenig auffüllt. Ich würde gerne nur was mit zwei nehmen. Ja, das passt. Der Obstsalat. Halten wir uns nochmal kurz fest. So. Und ab geht's. Nach links bitte. Ja. Nach rechts. Can I open them now? Nicht nach links. Not yet. Der Typ hat's echt drauf im Klettern. Stimmt, stürzt hier gleich irgendwas ab. Ja, ich will doch da hoch. So. Da unten sehe ich auch schon wieder was leuchten. Vielleicht seht ihr das ja auch. Da ungefähr. Da können wir schön rüberspringen. Das stürzt hier gleich bestimmt ab. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Müssen wir da lang? Gibt es hier irgendwas, wo wir lang können? Nee, wir müssen da hoch. Springen wir mal. Und ab wird geklettert zu den Zügen da links. Das hat so ein bisschen was von... Halten Sie, wenn Sie... Ah, okay, wir müssen X. Wow.
wird krass. Okay. Was ich gerade eben erwähnen wollte, das hat so ein bisschen was von den kleinen Kindern, die immer im Auto quengeln. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? This is not good. Here comes the part when the rail car starts to shake. Aber ey, der ist total krank, der Typ. Nur dass es hier darum geht, ob sie die Augen wieder aufmachen kann. Der Typ hat echt einen an der Klatsche. Das, was der hier runterklettert, ist echt nicht normal. I told you not to open them. Meine Güte. Du machst mich selber ganz nervös, kleines Mädchen. Aber verständlich, dass du Angst hast. So, da haben wir die Kletterpartie überlebt. Gottes Willen. Es ist hier dunkel. Was ist denn das? Kann ich das nicht öffnen? Oder aufnehmen? Ach, das ist ein Schloss. So, vielleicht hat es sich ja gelohnt. Aber sowas lässt man nicht gerne liegen. Was haben wir hier? Ein Inhalator. Eine Batterie. Und eine Knarre. Sehr gut. Das heißt, den einen Schuss haben wir wieder zurückbekommen. Das hat sich doch auf jeden Fall gelohnt. Dann, bevor wir da weitergehen, gehen wir erstmal noch da rein und schauen, ob hier was Schönes ist. Ach, hier konnten wir den Generator aktivieren. Gibt's jetzt ein schönes Erste-Hilfe-Kit? Das können wir bestimmt wieder jemandem geben. Können wir hier so durchkriechen? Ja, können wir. Okay. Was haben wir denn da in der Ecke? Da haben wir noch ein Schmerzmittel. Wie ihr seht, die Umgebung ein wenig zu erforschen lohnt sich auf jeden Fall. Da gibt es immer schöne Sachen zu finden. Und gerade in dem Spiel ist jedes Item kostbar. Das ist echt dunkel hier. Das macht mir echt selber ein bisschen Angst. Wow. Eieiei. Hey, don't shoot us. Heads up, guys. He's got a gun. A little help here, guys. Look, we're not bad people. Just let us go. Hey, back up. No, no problem. Please, I'm trapped. We're not. Geh weg. Point that somewhere else, will ya? Okay, gut. Reintreten konnte ich ihn jetzt nicht. Oh, schade, etwas fallen lassen. Aber das kommen wir jetzt wohl nicht mehr. Nicht geladene Waffe. Das ist das Beste. Die sagen zu uns, wir sollen die nicht sterben lassen. Und die schießen uns mitten ins Gesicht. Es gibt Fleisch. Wow, das gibt ja richtig viel. Ich würde ungern irgendwas benutzen, was Ausdauer wiederherstellen kann. Wir haben Schmerzmittel und davon nicht zu wenig. Die sind immer gut, um eine kleine Menge Leben aufzufüllen. 4 Schuss haben wir noch. Karte aktualisiert. Das heißt, da geht's lang. Ah, und da ist Henry. Sehr schön. Das heißt, wir haben doch eine Markierung auf der Karte. Da müssen wir jetzt nur irgendwie runter. Da ruft irgendwer um Hilfe. Ja, ja. Wer hat die Knarre? Da sind 2. So. Vielleicht haben wir Glück und hier ist... Shit. Vielleicht haben wir Glück und da ist irgendwie sowas wie ein Abgrund. Mist. Ist weder sowas wie eine Lampe noch ein Abgrund. Wow! Let's try to work this out.
Okay. Dann geht das halt jetzt mal ganz krass so. Mussten wir jetzt halt echt einen nach dem anderen erledigen. Blöder Penner, ey. Das hat uns jetzt drei wichtige Kugeln gekostet. Darüber könnte ich mich echt jetzt aufregen. Dann nehmen wir doch direkt mal wieder irgendwas zu uns, was vielleicht wieder ein wenig unser Leben wiederherstellen kann. Benutzen wir das hier. Wir kriegen ja auch später anscheinend irgendwie noch so eine Art Bogen. Schauen wir uns mal da ein bisschen um. Vielleicht finden wir da noch was, irgendwie was Schönes. Weil das ist, glaube ich, die falsche Richtung, in die wir laufen. Oder haben wir... Ach, wir haben die da gerade eben runtergestürzt, okay. Da gibt es ein Schmerzmittel. Ah, ne, doch nicht. Das war ein normales Skelett. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Wir mussten jetzt echt hier viele Kugeln verschwenden. Weil die nicht klein beigegeben haben. Das hat uns jetzt echt so viel gekostet. Aber ich frage mich halt echt, was man macht, wenn man das hier nicht so erforscht. Weil, wie gesagt, wenn du jetzt hier keine 5 Kugeln oder so hast, was machst du dann, wenn er die mit dem Dings auf dich zukommen, mit der Knarre? Was machst du dann? Machst eigentlich fast nichts. Hast eigentlich schon verloren, wenn du keine Munition hast. Da könnten wir aber runter. Das werden wir auch einfach mal tun. Da gibt es nämlich was Feines. Nein. Wir wollen erstmal das Soda-Getränk. Boah, es ist ja echt stockdüster. May, tell me about Henry. Henry's a nice man. He was friends with my mommy before Stark got so broken. She helped him when he got hurt. She helped him? How? Mommy worked at the hospital. She helped all sorts of people when they got hurt, but she always helped me first. Das ist echt ein niedliches Kind. Auch wie das da hinten eingepackt ist. Nee, okay. Hatte gedacht, vielleicht gibt's da was. Oh. Ja, hier fallen natürlich die matschigen Texturen und die sehr detailarmen Umgebungen auf. Ne, seht ihr ja anhand der Autos. Die sehen echt nicht gut aus. Auch dieses triste Grieseln kann halt das Ganze nicht so kaschieren, wie man es vielleicht gerne hätte. Ich laufe hier noch ein bisschen rum und finde da direkt auch doch schon was. Ein Obstsalat, vielleicht finden wir ja noch was, wenn wir Glück haben. Henry lives in this building. Nee, sieht nicht so aus. Ja, aber der Aufzug funktioniert noch. Sehr gut. No one here. I don't like it. But May seems to know the place. You there? Did you make it? May, can you hold this for a second? Yeah, we're here, as promised. You're an honorable man. So am I. Your stuff is on the table behind you. Is May gonna be okay here? Where's her mother? I don't know. I wish I did. Anyway, thanks for your help. You're free to go. All right, May. Looks like I have to go. Can you give me my toy back? Look, you sure she's gonna be okay? She just lost her mother. Well, actually, there is something else you can do. We need you to get something for us. Get something? A radio transmitter. A radio transmitter? Why can't you get it yourself? Ach, der ist bestimmt im Rollstuhl. Hm. Because I can't.
Da ist er. You can stay here with us. Ja, haben wir einen neuen Auftrag? Nee, noch nicht. Ich würde aber gerne mit dem reden. Holen wir uns das da vorne noch. WHO-Trinklösung. Wow. Man nehmen an. Ah, da gibt's den Bogen für uns. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ist der hinter dem? Hier? Hä? Bin ich zu blöd? Ich sehe den Bogen nicht. Ach, hier vorne ist der Bogen. A hunter's bow. Worth a try. Ups. Wir können bestimmt auch verziehen. Aber das ist gut, dass man den Bogen wieder einsammeln kann. Aber anscheinend zielt das Spiel automatisch für uns. Wir können nicht selber zielen. Ne, wir können nicht selber zielen, wir können nichts machen. Das ist ähnlich wie bei der Pistole auch. Da wird ja auch automatisch für uns gezielt. Ready? Alright. We know there's a radio transmitter just here on the map. Linda triangulated a signal coming from there a few days ago. We're not sure what's there exactly. It's too much dust to see all the way to the street. But somewhere in there is what we need. Ja, Leute, und bevor ich mich jetzt auf die Suche nach diesem Transmitter mache, beende ich das Let's Play hier und wir sehen uns im nächsten Let's Play von I Am Alive wieder. Also bis dann.